Ein wunderschön herzlich willkommen zu The Witcher 3. Ja, vor vielen, vielen Monaten sind wir hier stehen geblieben und wir haben uns die Quest mit Philippa uns angenommen. Und wir haben jetzt die Wahl der Qual oder die Qual der Wahl, je nachdem, ob wir Radovid erzählen, also sprich den großen Big Boss hier, oder mit Triss über den Kristall sprechen. Und ich erinnere mich daran, dass ich zumindest mich schon festgelegt habe, dass wir definitiv mit Triss darüber sprechen werden. Weil ich habe da so eine Ahnung. Der Radovid ist ein bisschen bekloppt. Hey! Und letztendlich ist es egal, was wir tun. Wir tun hier das Falsche. Ja. Jetzt machen wir natürlich die große, lange Tour. Vermutlich bis rein in die Stadt, oder? Lass mich mal gucken. Jawohl. Okay, dann werden wir versteckt Teremerischer. Da werden wir hin und werden uns eine Schnellreise machen. Das dauert dann doch ein bisschen zu lange. Ja, ich hatte dann heute mal anderweitig erfahren, wie andere vielleicht das eine oder andere Spiel spielen hier im Prinzip jetzt, von Witcher, die letztendlich die Questen aufzeichnen. Komm jetzt. Und Dinge dazwischen, also sprich sammeln, leveln im Allgemeinen, Tränke brauen und so weiter, das nicht aufzeichnen. Das ist die Frage, das werde ich mir mal überlegen, ob das vielleicht ein gangbarer Weg ist oder nicht. Zumindest ist erstmal nicht uninteressant, weil damit vielleicht bestimmte Sachen ein bisschen gestrafft werden können und Dinge nicht explizit hier aufgezeichnet werden. Entschuldigung. Was war hier für eine Quest? Sieht man das hier? Mal gucken. Eine verfügbare Quest. Kümmern wir uns später. Wie sagt man goldrichtig? Ja, noch ein Mutant. Ja, ob wir das vielleicht als bessere Alternative machen und dann ein bisschen straffen können. Vielleicht ist es auch für mich ein bisschen schneller im Gänsefüßchen. Weil nicht, oder nur wichtige Sachen. Kommt her. Ja. Ja, komm. Du warst mal. Und du bist frittiert. Aber jedes Mal, wenn wir an dieser Stelle hier vorbeilaufen, werden wir hier überfallen. Das finde ich nicht lustig. So. Schlechte Idee. Ach Gott, noch mehr. Na, noch mehr? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, bleibt da ruhig stehen. Warum sich Triss so einen gefährlichen Ort ausgesucht hat hier? Hallo? Ja, wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Lasst mich in Ruhe da hinten. Und das ist hier bestimmt die Gouvernante, die aufpasst. Hallo Triss. So. Nehmen wir mal hübsche Sachenmilch mit Kuhmilch im Schrank. Ist ein bisschen schief hier, das Haus. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Na klar. Hallo Triss. Ja, Geralt? Och, reden wir erstmal ab. Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Ja.
Du hast die Rose der Erinnerung noch. Nee, die hab's du jetzt. Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein. Vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Oh. Warnung. Warnung klingt immer schlecht. So, wie geht es dir? Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Ja. Mach dir um mich keine Sorgen. Okay. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Okay. Ich habe mit Radovid gesprochen. Er hat mir einen Vertrag angeboten, wenn ich Philippa suche. Dieses Schwein. Reicht es nicht, dass er ihr die Augen ausgestochen hat? Er will sie bestimmt noch mehr foltern. Du hast natürlich abgelehnt. Nein. Geralt, du weißt, was er ihr angetan hat. Entspann dich. Weil ich zugestimmt habe, kann ich nach ihr suchen, ohne dass mir seine Männer in die Quere kommen. Ich möchte wissen, was ihr zugestoßen ist. Und? Hast du was rausgefunden? Diesen Kristall hier. Noch besser. Ich habe das hier gefunden. Ein Megaskop-Kristall. Er ist beschädigt. Könnte aber noch funktionieren. Francesca zögert auch. Weder sie noch Ida möchten blindlings entscheiden. Sie werden nicht länger zögern, wenn wir Keira und Fringilla überzeugt haben. Fringilla steht auf unserer Seite. Sie stößt zu uns, sobald sie einige Angelegenheiten in Nilfgaard geregelt hat. Perfekt. Dann ist nur noch Keira übrig. Leider weiß ich nicht, wo sie steckt. Tja, ich weiß es. Was ist mit Yennefer und Triss? Yennefer hat nie der Loge angehört. Und Triss? Wir werden sehen. Ich brauche mein Augenlicht zurück. Ich kann nach Novigrad zu Arthur der Flaester gehen. Triss soll sich auch in der Stadt aufhalten. Du bestehst darauf? Phil, entschuldige bitte, aber du wirst deine Augen nicht allein zurückgewinnen können. Wilgefortz hat's geschafft. Ich wende die gleiche Methode an. Ich lasse Gewebe auf Edelsteinen wachsen. Das ist... Denn dafür brauchst du immense Macht. Du begibst große Gefahr. Das ist alles. Mehr konnte ich nicht rausholen. Ist doch immerhin. Stimmt das? Philippa sagt, dass sie ihr Augenlicht zurückgewinnen möchte? Anscheinend wollte sie Gewebe auf Edelsteinen wachsen lassen. Das ergibt Sinn. Ich habe mit Blut bedeckte Achate in ihrem Versteck gefunden. Wenn es ihr gelungen ist, dann wäre sie die zweite Person auf der Welt. Aber die Sache mit der Loge, das fand ich interessant. Was ist daran interessant, dass sie die wieder aufbauen will, oder wie? Was meinst du damit genau? Die erwähnten Namen, das sind die mächtigsten Zauberinnen, die früheren Mitglieder der Loge. Sie wollen sie wieder ins Leben rufen. Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen. Philippa hat immer gesagt, wenn die Magie vergeht, dann vergeht auch diese Welt. Und die Loge wollte die Magier und ihre Interessen schützen. Andererseits wären Radovid und der Kaiser nicht glücklich darüber. Sie müssten unsere Meinung respektieren und keiner möchte die Macht teilen. Tja. Unsere Meinung? Würdest du ihr wirklich beitreten? Nein, ich habe andere Pläne. Oh, welche? Und, was hast du mit dem Kristall vor? Ich weiß noch nicht. Radovid wäre sicherlich sehr daran interessiert. Du wirst ihm den Kristall doch nicht geben, oder? Behalt ihn. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Das ist viel besser. Bei mir ist er sicher. Ich werde einen Analysezauber wirken. Vielleicht erfahre ich noch mehr. Viel Glück. Sollen wir wirklich Radovid noch was erzählen? Halt, Triss. Ja, Geralt? Du wolltest mir was erzählen. Worum geht es?
Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Seltsam. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Naja. Ich gehe mal lieber, ne, Triss? Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener, wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Mhm. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Aha, nach dem Preis seiner Forelle oder wie? Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen, als ihre Diener. Ja. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Diese Quest verfolgen wir jetzt erstmal. Wir gucken mal, was die uns letztendlich bringt, beziehungsweise nicht bringt. Ist auch eine Stufe 12, schadet also nichts. Gut so, denn wir müssen ein bisschen aufräumen. So, und so weit ist es auch nicht. Haltet Abstand. Hinten einer Mittagserscheinung. Ja doch. Du bist ja ein größerer Lump. Och, das ist ja noch mehr. Steck dein Schwert weg. Gejubelt hat er. Gejubelt. Ordnung muss sein. Ja. Ui, ein hübsches Bild. Aha, aha, aha. Das ist ein Geier, ne? Cool. Weiter geht's. Wir werden uns mal vorbereiten. Wir wissen ja, wie sowas immer gern ausgehen kann. Er trägt ein blaues Hemd und hat Schlüssel an seinem Gürtel. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Hast den Lok Mojin ja ein schönes Chaos angerichtet. Der hat einen Schlüssel. Bam, bada, bam, 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 bam. Dann reden wir mal mit ihm hier. Ja? Wo kriege ich den besten Forellenpreis? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet, jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Hier lang. Es ist nicht weit. Ja doch, ich komm doch. Hey, grauer Ritter. Brauchst du einen Knappen? Noch mehr Treibgut aus Temerien. Das ist... Hilf mir! Haha. Wir hatten's doch da. Reißt euch zusammen, Jungs! Oh, nee! Wir wurden angegriffen. Jetzt geht's um! Danke dir. Gehen wir. Die Armen. Hier liegt für die Armen. Ja. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Aha. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen.
Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Aha. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbuth... Wer genau bist du? Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuths Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Nein. Warum wollte die Herrin Wegelbuth sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Aha. Worum geht's denn? Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbuth. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr? Ja. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbuth bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Woher weiß Ingrid Wegelbuth, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiss beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Okay. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren... Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Mhm. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbuth kommt unbemerkt aus dem Haus? Ja. So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuths. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Ich habe Masken. Und ich soll Masken. Teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbuth fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Gute Idee oder schlechte Idee? Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuths gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt, zu Kriegszeiten, hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Ich gehe aber mit. Ich bin Aufpasser. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Eine Fuchsmaske? Ich muss vorher noch was erledigen. Ich muss noch was erledigen. Gut. Kauf gleich unsere Masken, wenn du unterwegs bist. Und du solltest dich umziehen. Festkleidung. Oh, nee. In Elihalds Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Nein. Och nö. Ach Gottchen. So. Ist die Stelle markiert? Ja. Ach Gott. Müssen wir uns auch noch... Auch noch anziehen. Ja. Ja. Okay. Ich wollte mal bloß zeigen, wie es hinten aussieht. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. Ach doch. Okay. Temerien. Dann werden wir uns erstmal schnell umziehen hier. Denn ich denke mal, dass die Quest danach doch ein bisschen länger gehen wird. Ah. Und hoch da. Und nach rechts.
und hier raus. Und es wird gerade morgen. Schön. So. So, die Masken haben wir, glaube ich, schon alle. Da lang. Und durch die Tür geht es hier rein. Hallo. 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 Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Dann zeig mal, was du hast. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. So, wir haben... hatten... Nee, Haarmasken, richtig? Eine Wolfsmaske. Ah, jetzt gibt's eine Fuchsmaske von Triss. Aha. Die müssen wir sowieso auch kaufen. Und die anderen haben wir alle. Genau. Und jetzt gibt's auch keine mehr. Und jetzt müssen wir hier so tolle Klamotten. Was nehmen wir denn? Ich möchte so einen langen Umhang. Sowas sieht doof aus. Dunkel. Den. Nein! Ich habe nicht genug Münzen. Verdammt! Dann müssen wir wohl verkaufen. Zum Beispiel das. Und das. Die auch. Die auch. Wir haben 1000 Schwerter. Ich weiß, dass wir die auch noch ein bisschen aufpimpen müssen, aber ja, ist immer so eine Sache mit der Zeit. Aber vielleicht ist das wirklich mal so eine Sache mit, dass das mal offline gemacht wird. So, können wir Quicksort? Nee, normal. So, nach Preis. Schlicht. Pferdehaut. Ist das der Stückpreis oder? Das ist der Stückpreis, ne? Nee. Probieren wir mal kurz. Doch, nee, ist nicht der Stückpreis. So, wir brauchen noch ein bisschen. 5-mal Pferdehaut. Ach, der hat auch noch nicht genug Geld. Ach. Ahnst es nicht. So. Können wir es jetzt? Das nehmen wir mit und noch so eine hübsche Hose, ne? Wobei wir die gar nicht brauchen eigentlich. Schuhe brauchen wir die. Oh Gott. Auf Wiedersehen. Bis dann. So. Ziehen wir das mal an hier. Noch so ein schmutziger Kerl. Was? Ich bin hier waschen, wirklich. Habe ich das wirklich gekauft? Nee, oder? Das habe ich doch nicht gekauft. Sag mir nicht, dass ich das gekauft habe. Doch, ich hab sie gekauft. Wie sieht das aus? Warum sieht denn das so aus? Sah das nicht jemand anders aus? Und Schuhe. Super. Boah, wie geleckt. Naja. Ich weiß ja nicht. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Ja. Ist das Beste für uns alle. Oh. Nun komm, Plötze. Ja, los, schubse um. Schubse um. Das war böse. Und Marsch. Moment mal. Drei? Weißgarten? Klingelt?
Ich diene dem ewigen Feuer. So. Siehst käsig aus. Hast du verdorbene Schafsfüße? Wenn man die Stadt nur verlassen. So, ich werde es dann so machen. Ich gehe mal davon aus, dass in der nächsten Folge nicht der nächsten Folge. Ach doch, lass mich doch mal erzählen. Ich gehe mal davon aus, dass es doch jetzt zu Action kommen wird. Er hat es sich bequem gemacht. Und so wie es da stand, wird es wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Ich überlege gerade, ob ich hier einen Cut mache oder nicht. Dann, wenn Triss und ich dann hier, beziehungsweise Geralt, nicht ich, zu der Quest selber gehen sollten, wollte. Schick. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. Ach, war das denn nicht ernst gemeint? Ich hab noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. So, vorbereiten? Ich glaube, nicht mehr. Dann machen wir an der Stelle keine Pause. Wir machen weiter. Ich habe die Masken. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, das gehen wir? Was wollen wir denn tragen? Wir tragen die Wolfsmaske, oder? Wolf und Fuchs, das passt. Wegelbutt anwesen am selben Abend. Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelbutt. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelbutt im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Mhm. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Nein. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Mist. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Tja. Es ist schön hier. Aber wie konnte er mit dieser dürren Messe? Ja, echt, ey. Na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Nee. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Erste Weltprobleme. Sehr schön sieht's aus. Wirklich sehr schön sieht's aus. Selbst ein Bauer ist hier. Ich muss da einen Kuss stellen, meine Dame. Du wirst sehen. Nimm einfach die Maske ab und halt still. Du bist betrunken. Ich sag's deiner Frau. Genau. Tu das. Doch zuerst ein Kuss. Aha. Und wenn ich die kleine Clementine fange, was dann? Was dann? Dann hau ich dir auf dein schäbiges Maul jetzt. Lass mich in Frieden. Das will ich sehen, wie du in die Fresse kriegst. Dame ist ein Biest, was? Ein Biest? Ey, ey, ey. Ich muss dir einen Kuss stellen. Moment mal, ich hab eine Idee. Nimm einfach die Maske ab und halt still. Du bist betrunken. Ich sag's deiner Frau. Was? Das kannst du jetzt nicht tun? Doch zuerst. Bist du immer noch da? Warum kann ich das nicht tun? Ich wollte sie gerade ein bisschen beeinflussen. Schade. Und wenn ich die kleine Clementine fange, was dann? Was dann? Dann hau ich dir.
Er hat getan, als ob er sie nicht kennt. Kannst du dir das vorstellen? Das arme Mädchen. Wie erniedrigend. Hast du eine Froschmaske? Ja, aber es sieht demnach so aus, als oh, ein Irrgarten, ich gehe kaputt. Oh, kommt mal dahin. Wow. Okay. Schön. Da das doch... Aua, Entschuldigung. Da es doch ein bisschen anders jetzt hier läuft, wie ich das gedacht hatte, und hier gibt es ja noch Quest noch, werde ich hier an der Stelle eine Folgenpause machen, sodass wir dann in der nächsten Folge ohne Probleme in die Wegelbutt-Quest dann einsteigen können. Und ich denke mal, damit ist allen geholfen, oder? Denke ich doch. In diesem Sinne mache ich hier dann Feierabend und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.